Hallo zusammen, Ayumik hier und heute sehen wir uns zusammen einen Tank an und zwar die Revolverklinge. Ja, als allererstes direkt mal wichtig, ist ein Tank, deswegen haben wir eine Tankstand. Bei der Revolverklinge ist das Hide der Leibgardisten. Wenn ich anmache, sag schöne Animation und machen mehr Feindseligkeit. Dann haben wir eine spezielle Mechanik bei der Revolverklinge und zwar hier sehen wir die drei Zeichen, das sind Patronen, die wir sammeln, Erderpatronen in sich. Die sind auch wichtig, weil wir das mit speziellen Moves machen können. Dann gehen wir zuallererst mal über die Einzelfähigkeiten, die wir haben. Dann haben wir einmal eine Combo, die fängt an mit Zerfetzer. Als nächstes kommt dann brutaler Einschlag. Brutaler Einschlag ist, wenn wir das benutzen, erzeugen wir etwas LP von uns selbst wieder, also wir regenerieren was Leben. Und zeitgleich machen wir ein Schild, das 100% des Lebens absorbiert, den wir bekommen haben. Dann haben wir noch als allerletztes, der Abschluss ist Stahlwalze. Und Stahlwalze ist nämlich das erste dann von der Kombo, die eine Erderpatrone erzeugt am Ende. Das heißt, wir kriegen dann hier eins, leuchtet dann auf. Dann haben wir eine Patrone für unsere speziellen Angriffe bekommen. Dann haben wir noch, weil wir auch auf Range was angreifen sollen oder pullen können, haben wir Donnerkugel, das ist unser Fernangriff. Damit können wir von weit weg die Gegner treffen. Dann haben wir noch Schallbrecher. Das ist ein, machen wir Schaden und dann ist das ein Dot, der Schaden über Zeit macht. Und dann haben wir noch Erderdetonation. Das ist dieser hier. Und das ist einfach ein Talent, das könnt ihr jederzeit mittendrin machen und dann macht ihr einfach nur Damage. Dann gucken wir uns jetzt die Einzelangriffe an, die eine Erderpatrone benötigen. Da haben wir Schlagfänge, fängt es an mit. Wenn ihr Schlagfänge benutzt habt, wird es als nächstes zu wilde Klauen. Und dann wird es zur tückische Kralle. Und mit 70, wenn ihr einen Trägerfolge habt, habt ihr jedes Mal, wenn eins davon auslöst, ändert sich das hier zu einer Fähigkeit, die ihr benutzen könnt. Also wenn wir Schlagfänge machen, kriegen wir mit Trägerfolge kriegen wir Kehlreißer. Wenn das zweite kommt, wilde Klauen, kriegen wir als Trägerfolge Bauchschlitzer. Und dann, wenn wir das letzte benutzen, das ist die tückische Kralle, kriegen wir als Trägerfolge Augenstecher. Ja, das heißt, wenn ihr Höchstlevel seid, das, immer hintereinander. Ne? So, und dann haben wir noch, die nennt sich explosiver Stoß. Aber erst mit 86 habt ihr eine Folge auf explosiver Stoß. Da steht nämlich dann, dass ihr den Effekt knallender Stoß bekommt. Und knallender Stoß macht, dass ihr Überschallschlag benutzen könnt. Dann wird Triggerfolge hier auch zu Überschallschlag. So, das sind eigentlich schon alle Einzelangriffe, die wir benutzen. Dann haben wir als nächstes, jetzt gehen wir über die AOE-Fähigkeiten, die wir haben. Die allererste ist einmal Dämonenschnitter. Die Combo, die daraus erfolgt, ist dann Dämonenschlechter. Wir machen dann Damage und es erzeugt uns auch eine Erderpatrone. Schockpatrone und die macht, dass wir AOE einen Dot auf alles um uns drum machen, in einem Radius von 5. Dann haben wir jetzt Fähigkeiten, die AOE machen, die Patronen benutzen. Da haben wir einmal Schicksalszirkel. Da seht ihr eine Erderpatrone, das ist ein AOE, der um uns drum geht, ne, 5. Jalme um uns herum, treffen wir alles. Aber dann haben wir noch eine andere, das ist die letzte, die wir kriegen, das ist hier Doppelpack. Ja, das sind eigentlich schon alle AOE-Fähigkeiten, die wir haben, die Erderpatronen nutzen. Dann gehen wir jetzt mal über die Fähigkeit, die uns helfen, unseren Job zu erfüllen. Damit wir nicht zu schnell sterben, weil wir sind ja Tank. Da haben wir einmal die Fähigkeit Camouflage. Camouflage, wie ihr da sehen könnt, steht da, dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit von 50% die gegnerischen Angriffe zu parieren und unsere Schaden, den wir erhalten, ist um 10% verringert. Dann haben wir als nächstes noch Nebula, um den Schaden einfach nur zu reduzieren. 30% Reduktion. Dann haben wir als nächstes Aurora. Wenn wir das machen, machen wir eine Heilung auf ein Ziel. Dann haben wir Meteoritenfall. Wir gehen zwar auf ein Leben runter, aber sind währenddessen komplett gegen alle Angriffe unverwundbar. Dann haben wir als nächstes Wackeres Herz. Da kriegen wir und unsere Gruppenmitglieder 10% weniger magischen Schaden. Dann haben wir Steinernes Herz. Das wird später zu Herz des Kurons. Und dann ist die richtig gut, die Fähigkeit. Dann kriegt ihr 15% Damage Reduction. Aber die Zusatzeffekte ist auch noch, dass du Klarheit des Kurons bekommst 4 Sekunden lang. Das sind nochmal 15% Damage Reduction. Das heißt 30% insgesamt haben wir. Und dann kriegen wir noch 20 Sekunden lang Katharsis des Kurons. Und damit kriegen wir, sobald das abläuft oder wir um 50% Leben sinken, kriegen wir 900 Heilung. Und das waren eigentlich alle Fähigkeiten, die uns helfen, länger am Leben zu bleiben. Dann gehen wir jetzt noch über die anderen Talente, die wir haben. Einmal einen Effekt, um unseren Schaden nochmal zu erhöhen um 20%.
Das ist ohne Gnade. Dann haben wir noch Grobspalter. Das ist eure Fähigkeit, um an die Mobs wieder dran zu kommen. Und als allerletztes haben wir noch Blutpatronen. Mit dieser Fähigkeit erzeugt ihr maximale Zahl Erdepatronen. Das waren eigentlich alle Fähigkeiten, die du als Revolverklinge hast. Jetzt kommen noch einmal die Rollenfähigkeiten, die wir haben. Da haben wir natürlich als allererstes Schutzwall auch noch eine Fähigkeit, damit wir länger am Leben bleiben. Gesamter Schaden um 20% reduziert. Dann haben wir Tiefschlag. Wir betäuben ein Ziel. Herausforderungsruf, damit wir einen Mob, der von uns wegläuft, also von dem wir kein Agro mehr haben, wieder zurückholen können. Zwischenruf, sehr wichtig, wenn Bosse Casts machen, die sehr lange dauern, ist das oft, dass ihr die kicken könnt. Reflexion, verringern wir den ausgeteilten Schaden von allen umstehenden Gegnern um 10%. Abtausch, sehr gute Fähigkeit auf einem Tank. Erstens, wir können nicht zurückgestoßen werden, 6 Sekunden lang. Ist jetzt nicht das, was so gut an der Fähigkeit ist, sondern das Krasseste ist, dass alles, was uns haut, während wir das aktiv haben, 15 Sekunden lang 20% gemacht bekommt. Und das sind Auto-Tags und Fähigkeiten, dass die langsamer wieder benutzt werden können. Das heißt, die Mobs hauen weniger auf euch ein. Das ist natürlich auch weniger Schaden, den ihr bekommt. Und als allerletztes haben wir da geteiltes Leid. Das ist, wenn ihr noch einen anderen Tank dabei habt und ihr seht, dass ihr über den anderen Tank gehen würdet mit eurem Aggro, dann benutzt ihr das und gibt 25% dieser Aggro an ihm ab, damit er immer noch der Main Tank bleibt. Ja, das sind eigentlich alle Fähigkeiten von dem Revolverhelden. Dann gucken wir uns jetzt einmal die Rotation an. Also haben wir einmal, wenn ich jetzt den Boss pullen würde, ja, zum Beispiel Boss kannst du dann pullen, indem du direkt Erderpatrone benutzt, dann kannst du auf den zuspringen, ne? Dann könnte ich natürlich direkt den Dot machen und AOE Dot und dann würde ich als nächstes ohne Gnade direkt den krankesten Schlag hier, der immer auf Cooldown halten und dann würde ich direkt noch die Trägerfolge durchziehen. Na, ihr seht, die könnt ihr einfach komplett durchziehen. Jetzt mache ich noch die Erder-Detonation und jetzt habe ich alles verbraucht. Jetzt werde ich erstmal ganz normal auf den einhauen. Das ist eigentlich schon, wie ihr Einzelrotation macht. Na, jetzt würdet ihr nur noch, wenn ihr mal weglaufen müsst, macht ihr natürlich die Fernangriffe währenddessen, damit ihr Damage weitermacht. Und dann könnt ihr hier das decken. Jetzt haben wir das wieder in Cooldown weg, das heißt, wir benutzen das direkt wieder, die Combo. Ne, wie gesagt, auch auf Cooldown halten. Und die besten Fähigkeiten, die ihr habt. Die Detonation zwischendurch mal raushauen. So, und jetzt noch ein kleiner Tipp, wenn ihr dann schon die Combo angefangen habt, dann könnt ihr tatsächlich diese explosive Stoß, könnt ihr tatsächlich mittendrin machen, das unterbricht die Combo nicht. Und könnt danach den letzten der Combo machen, damit habt ihr wieder eine Erderpatrone. Ah, wie gesagt, das ist dann, wie ihr Einzeldamage machen würdet. Bei AOE-Damage mache ich immer als allererstes, manche Leute machen immer dieses von hinten so und laufen dann auf die zu oder so. Ich würde gar nicht erst, weil das Problem ist immer, wenn ihr das benutzt, habt ihr den Global Cooldown und könnt erstmal nichts mehr machen. Bei einer Gruppe mache ich tatsächlich immer, dass ich voll reinspringe und dann mache ich direkt eine AOE-Fähigkeit, damit ich die meistens habe. Kann manchmal sein, dass einer doch noch wegläuft, aber den könnt ihr euch ja mit Spott, mit Herausforderung wieder zurückholen. Deswegen macht das am besten, reinspringen mache ich. So, natürlich dann, wenn ihr dann in der Gruppe drin seid und angefangen habt zu pullen, als allererstes könnt ihr natürlich so einen Rundumschlag machen dann und dann direkt den AOE-Dot, dann könnt ihr einen anderen Rundumschlag machen, wenn ihr dann noch nicht volle Patronen hattet. So, natürlich, wenn ihr dann habt, ohne Gnade, macht das Haut rein und dann direkt Doppelpack, macht ihr natürlich am allerkrassesten Damage gegen die. Ja, wenn ihr dann schon die Aggro abkönnt, natürlich trotzdem gegen ein Ziel, was ihr euch rausgesucht habt, die Einzelkombo machen, weil die so guten Damage macht, würde ich die raushauen. Und dann wieder AOE Damage, um die Aggro wieder zu bekommen, falls einer. Ja, und zwischendurch, wenn ihr dann habt, auch zu viele Patronen habt, den Zirkel, das ist eigentlich, wie ihr AOE Damage machen würdet. Ja, das ist eigentlich schon alles von dem. Dann werden wir jetzt als nächstes uns einen Dungeon angucken. So, da sind wir in Dungeon, hat ja nicht lang gedauert, in der Tank. So. Jetzt springe ich da in die Gruppe rein. Direkt AOE-Effekte. Und dann laufe ich direkt weiter zum nächsten. Da
hat jemand die Agro von einem anderen geholt, habe ich ihn kurz umgedreht und einen Fernangriff gemacht. Der macht ja auch noch mehr Agro. Und da steht ja auch noch Feindseligkeit erhöht. So. Hier ist zum Beispiel jetzt gut, das sind alles Nahkämpfer, da ist es gut tatsächlich das zu benutzen. Jetzt mache ich ohne Gnade, mache ich den Doppelpack an, mache ich mal die Zirkel, ein bisschen Aggro zu haben, Heilung, den Herz des an, ne? Wie gesagt, auf Cooldown halt schlecht, ich habe vergessen die Schockpatronen zu machen. aber so könnt ihr dann lang überleben. Und wie gesagt, einen davon von Aurora könnt ihr immer benutzen, weil das sind jetzt zwei Aufladungen. Warum sollte man nicht einen wegmachen? Sicher ist sicher. Im Notfall könnt ihr immer noch den zweiten nehmen. Mal Schneebola mal an. Ohne Gnade, Doppelpack. Kann ich Erderpatronen mir noch drei holen? Mache ich die um mich rum. So, Aurora an. Die Fähigkeit zum Länge überleben. Ihr seht, ich habe jetzt Erderpatrone verbraucht, aber bin immer noch in der Combo drin gewesen. Das ist schön, das verbraucht, die Erderpatronen zu nutzen, verbraucht nämlich nichts eurer Combo. Also unterbricht ihr nicht. So, jetzt wird auch unser Heiler erfolgen, durch unseren. Das war unser. Deswegen das auf Cooldown behalten, das seht ihr, wie viel das heilt. So, gehen wir direkt Dots drauf, zack. Und jetzt noch eine Erderpatrone. Mal streckt meine Fähigkeit, weil der macht einen AOE-Effekt, den können wir verhindern damit, den Damage ein bisschen. Könnte sein, dass ich den etwas zu früh gemacht habe. So, ich habe jetzt nicht diese Kombo benutzt, weil ich wollte noch auf meine ohne Gnade warten. Okay, der Tentakel bewegt sich wieder richtig weird. Ich hasse diesen Boss. So, und jetzt mache ich ohne Gnade direkt Doppelpack und jetzt die Kombo einmal durch. Die Trägerfolge. Und damit machen wir gut Damage. Jetzt ist Erderpatronen gleich wieder aktiv, dass wir wieder drei bekommen, deswegen benutze ich die eine. Jetzt wieder der AOE dort, der andere dort. Na, ihr seht, die Untertanen sind verschiedene, das heißt, ihr könnt die wunderbar benutzen. So, wir müssen die Triggerfolge mal. Genau, also könnt ihr das hier benutzen, wenn ihr einen Tankbuster macht, aber der hier macht keinen Tankbuster, wenn ich mich recht entsinne. Der macht einfach nur das da, diese ganze Welle. So, jetzt habe ich das, wo 30% Reduktion ist. So, noch mal eine Patrone. Jetzt mache ich ohne Gnade, Doppelpack. Und haben wir die Triggerfolge. Dabei beobachten wir diese Dreckstentakel angehen. Ja, ich hab's doch richtig. Doppeldot wieder drauf. Und weiter drauf hämmern. Das ist eigentlich was ihr immer macht. Ihr sammelt die Triggerfolge, kommt wieder die ganze Welle. Kurz vor benutze ich wieder. Herz des. Ich nenne es doch Herz, ist mir zu schwer, den Namen. Da haben wir ihn. Das war der Boss. Ja, das ist eigentlich jetzt. Der hat nicht sehr viele Fähigkeiten, der. Die Revolverklinge, aber. Man kann trotzdem natürlich mal durcheinander kommen, wenn man den ersten Mal einen spielt. Also.
Nur Übung macht den Meister. So. Bin ich jetzt wieder rein. AOE-Effekte. Auch weiter. Stehen wir den Einzel-Dot und AOE da drauf. Ich will, dass der schnell stirbt. AOE-Kreise, einmal Heilung auf mich, das Herz aktivieren, ohne Gnade, Doppelpack an. Mache ich die Kombi wieder auf das Tor da. Dann, dass ich Aggro nicht hab, Botten direkt. Viele Angreifer, das heißt, wir können natürlich hier aktivieren Camouflage, machen viel Nahkampf, deswegen werden wir davon viel blocken. Und immer natürlich als Tank gucken, das sehe ich viele Tanks, das nicht machen. Wenn ein DD euch ein Feld hingesetzt hat, zieht sie bitte da rein. Das ist Damage, die ihr nicht benutzt. Einfach nur ein Feld, was da liegt dann. Zieht die Mobs in ein Feld, wenn das da ist. Mach die Tür voll auf den. Weil das die Fläche ein Talent ist, könnt ihr natürlich auch mittendrin die Fläche machen. Wieder ohne Gnade an, Doppelpack. Mach ich einen Zirkel mal. Hol ich mir Erderpatronen, mach ich wieder einen Zirkel. Fix als Zirkel. Das ist eine Krabbe, die ich nicht hab. Rotte ich mir. Mach ich mal das an. Mach ich 20% weniger Damage an. Und dann verlieren wir es hier. So. Die Triggerfolge, wie gesagt, die zu benutzen ist immer gut, weil die ist strong. Ja, das war basically eigentlich, wie man den im Dungeon spielt. Im Notfall, wie gesagt, wenn ihr sehr low drop bei viel, dann Meteoritenfall. Ansonsten, ihr braucht es nicht auch viel. Dann sehen wir uns gleich für Materia. So, dann gucken wir uns mal an, was wir denn für Materie reinpfeffern würden. Also, wieder mal, weil tatsächlich kritischer Treffer ist wunderbar zu verwerten von jeder Klasse, ist Crit ist einfach mit das Beste, was die reinpfeffern können. Es macht, dass wir unsere Angriffe kritisch treffen, unsere Heilung kann auch kritisch treffen, das heißt, brutaler Einschlag kann eine kritische Heilung erfolgen und wenn das kritisch trifft, die Heilung, kriegen wir natürlich auch mehr Heilung und das erzeugt auch ein dickeres Schild, was wir kriegen. Jeder hat jetzt seine eigene Meinung. Kritischer Treffer sind alle natürlich einer Meinung, dass das Beste ist. Manche sagen, man soll dann noch was in Schnelligkeit gehen, um die Angriffe schneller zu kriegen. Ist natürlich auch keine schlechte Idee, weil dann habt ihr öfters, weil hier Doppelpack profitiert auch von Schnelligkeit, dass das schnell ablinkt und so. Das ist auch was Gutes, was ihr machen könnt. Oder Schlagfänge auch von Schnelligkeit profitiert das. Aber auch Entschlossenheit ist gut, hilft euch gut, weil Entschlossenheit macht ihr mehr. Macht ihr natürlich generell mehr Damage für mehr Punkte, die ihr reinsteckt. Und auch eure Heilungen werden verstärkt. Das heißt, auch die Heilung von brutaler Einschlag wird stärker. Auch die Heilung von eurem Aurora wird stärker. Auch die Heilung von eurem Herz des Kurons wird stärker. Und manche sagen aber auch, dass direkter Treffer als drittes gut wäre. Also jeder muss selbst wissen, was er tut. Ich finde direkter Treffer, wenn ich so wenig direkter Treffer habe, da was reinzupfeffern, lohnt sich einfach nicht. Da bringt es mir, wenn ich aber Entschlossenheit oder vielleicht Schnelligkeit reinpfeffer. Ich gehe mehr mit den Stats, die schon höher liegen. Und unbeugsam kriegt ihr sowieso mit Tankrüstung, dann müsst ihr jetzt nicht unbedingt was reinstecken. Auf Tankrüstung ist immer ein bisschen Unbeugsamkeit drauf, deswegen braucht ihr nicht unbedingt reingehen. Das wäre meine Empfehlung, wie ihr es macht. Probiert es selber lieber mal aus. Lasst euch nicht immer von irgendwelchen Guides vorsagen, was ihr zu machen hat. Dann war es das mit meinem Revolver-Kling-Guide. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht ein Sub und ein Like da lassen würdet. Und vielleicht sieht man sich mal in Final Fantasy. Bis dann und ciao, ciao.